Herzlich willkommen zurück zu Haunting Ground. Will ich jetzt herunterklettern oder will ich nicht? Ich habe länger nicht gespeichert. Wobei, ich habe jetzt gerade eben, weil die andere Aufnahme, die war gestern, also ich habe das Ganze intern über den Emulator gespeichert, aber darauf möchte ich spieltechnisch nicht zurückgreifen. Das ist ein reines Sicherheitsspeichern, wenn ich einen Part beende und nicht direkt weiterspielen kann. Ich kletter da jetzt herunter. Ich kann ja hoffentlich auch wieder hoch. Und ich hoffe, dass Debilitas jetzt da unten nicht auf uns wartet. Okay. Also eine Animation hatte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich die aus technischen Gründen nicht hatte oder weil es keine gab. Dörrhuhn. Und hier haben wir jetzt diese Türen. Soll ich da mal reingucken? Oder das eine ist offen? Da gehen wir gleich mal so rein. Ich mach die mal hinter mir zu. Sicher ist sicher. So. Ach du liebe Zeit. Ja gut, dass wir hier nochmal runtergegangen sind. Da gibt's ja wohl ein bisschen was. Also nicht nur Gegenstände, sondern auch ein Billardtisch. Okay. Und ausgestopfte Tiere, die sich bewegen. Und was hat sie denn? Warum würde jemand so etwas hier hineintun? Ja, ich weiß es nicht. Miniaturmodelle von Insekten. Ja. Die Musik ist gerade ein bisschen unheimlich hier. Da sagt sie jetzt nichts. Ja, da steht jetzt überall das Gleiche. Ich habe jetzt auch Yui nicht dabei. Das heißt, ich kann jetzt hier den Raum nicht weiter untersuchen lassen. Also muss ich selber gucken, dass ich nichts übersehe. Dieser Vogel, der da oben rumquietscht, der macht mich total wahnsinnig gerade. Ja, wahrscheinlich ist es das auch. Okay. Hier ist nichts weiter. Aber hier haben wir noch eine Tür. Und auch wieder unheimliche Bilder an der Wand. Warum bewegen sich die Vögel, verdammt nochmal? Ah! Die Tür ist das. Dann können wir jetzt, Yui rufen. Come on. Na komm. Ich höre ihn, er kann also nicht weit weg sein. Ja gut, vielleicht ist er ja ein Stück weit weg und braucht entsprechend lange. Come on. No. Come on. Jetzt bewegt er sich ein bisschen schneller. Dann wird er ja gleich da sein, hoffe ich. Come on. Da ist er. Good boy. Ja, schön. So, dann können wir jetzt nämlich mit Yui den Raum nochmal untersuchen und auch eventuell in die anderen. Da waren ja noch mehr. Ah! Oh Gott. Nein, 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 du sollst Debilitas angreifen. Ja, ganz toll. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Hier hat er mich ja beim letzten Mal nicht hinverfolgt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Nee, die Musik hört nicht auf. Ah ja, hier war der Raum mit diesen Nischen. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Versteck. Oh Gott, hat der mich jetzt erschreckt. Und ich glaube, diesmal werden wir nicht so leicht los wie beim letzten Mal. Go! Go!
Oh Gott. Hoffentlich ist Yui jetzt nicht zu viel passiert. Ah, oh, Sackgasse, verdammt nochmal. Wo kann ich mich denn hier nochmal verstecken? Ach, jetzt bin ich wieder da. Oh Gott. Ich glaube, das ist jetzt gerade keine gute Idee. Ich gehe lieber nochmal drunter. Er kennt zwar das Versteck schon, aber vielleicht habe ich ja Glück. Und ich warte jetzt, bis die Musik wieder anfängt. Also Yui hat uns hier jetzt richtig gute Dienste geleistet. Ich glaube jetzt nicht, dass ihm zu viel passiert ist, denn wenn Yui stirbt, bin ich Game Over. Also, beim letzten Mal hat es ja auch ziemlich lange gedauert. Scheiße. Okay, jetzt ist er doch da. Und ich glaube, diesmal findet er uns, weil wir waren hier schon mal unter dem Bett. Da ist er. Oh Gott. Warum habe ich mich unter dem Bett versteckt? Warum habe ich mir nichts Besseres gesucht? Verdammt nochmal. Ich dachte wirklich, wir wären ihn jetzt vielleicht los. Im Moment schaut er nicht runter. Wenn er jetzt rausgeht, dann muss ich sofort wieder wegrennen. Und zwar nach innen. Aber wenn der sich jetzt rumdreht, dann sieht er mich. Ist er jetzt draußen? Okay. Oh Gott, Yui. Ich habe gerade übrigens schon wieder die Bilitas gehört. Halt, Moment, ich muss nach oben, glaube ich, oder? Oh, ich höre ihn schon wieder, verdammt. Die Luft ist also noch gar nicht rein. Oh, jetzt ist die Luft rein. Aber wer weiß, wie lange. Also, oh, das Spiel macht mich wahnsinnig. Jetzt muss ich erstmal Yui finden. Und heilen vor allem. Der hat, glaube ich, ziemlich was abbekommen. Come on. Zuletzt war er hier. Yui. Ein Viola-Medaillon. Da kommt er jetzt angetapst, okay. Ich habe ihn doch gerade gehört. Wo ist er denn? Also ich bin jetzt relativ zuversichtlich, dass er gleich wieder auftaucht. Eine Zwiebel? Was wollen wir denn mit einer Zwiebel, bitteschön? Mindert die Lebenskraft des Hundes? Ja, von wegen. Hat sie denn was Neues gedacht? Nee, noch nicht. Okay. Come on. Ach du liebe Zeit, wo bin ich denn hier? Ja, das möchte ich mir jetzt nicht ohne Yui anschauen. Yui. Er war doch zuletzt hier. Wo ist er denn jetzt? Der ist ein bisschen so meine einzige Waffe gegen die Bilitas. Jetzt höre ich ihn wieder. Da ist er. Good boy. Na, komm mal her. Was kriegt er denn? Vollständig macht sie glücklich. Ja, komm. Immerhin hat er uns jetzt gerade richtig aus der Klemme geholfen. Ja, okay. Yui geht's wieder gut, uns hoffentlich auch. Jetzt schauen wir mal. Ich hätte jetzt natürlich schon gerne eine Standuhr. Was sagt denn die Karte? Oh Gott, da oben gibt's keine Standuhr. Es
gibt nur ein Geschoss, nämlich die erste Etage und weit und breit keine Standuhr. Die nächste ist, glaube ich, bei uns im Schlafzimmer. Da möchte ich jetzt eigentlich so schnell nicht wieder hin. Aber es ist anscheinend nur ein kleiner Bereich. Gut, dann schauen wir uns den jetzt an. Es ist so ein Schuppen oder eine Hütte oder so. Halt nicht da. Ein Stückchen weiter müssen wir noch da. Go, Huey. Oh Gott. Was ist das denn? Okay. Good boy. Also er hat nichts gefunden, aber das ist ja nicht seine Schuld. Wenn es hier nichts gibt. Was ist denn das? Ja. So ein Schrein oder so. Der Besitzer muss sehr an ihr hängen, ja. Das ist doch... Vielleicht ist das der Unterschlupf von Debilitas. Also das ist kein Schrank, in den wir rein können. Ich will mich ja nicht hinlegen. Ich hätte mich halt drunter versteckt, eventuell. Also mehr ist hier wohl auch nicht. Huey hatte ja auch nichts gefunden. Ich nehme an, dass das so ein bisschen ja der Verschlag ist, in dem Debilitas haust. Was jetzt natürlich bedeuten würde, dass wir uns vielleicht schnell aus dem Staub machen sollten, bevor er hier wieder auftaucht. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Und dann müsste ich ja eigentlich auch nochmal nach den anderen Türen gucken. Da waren ja noch mehr Türen. Wir haben ja nur die eine untersucht und dann kam die Debilitas dazwischen. War das hier? Wo bin ich denn hier? Ach, das ist wieder der Raum mit den Vertiefungen. Ja, das wollten wir uns ja auch noch angucken. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Eine Brise kommt von der anderen Seite. Ich frage mich, wo sie hinführt. Achso, ich kann aber jetzt nicht reingreifen oder sowas. Okay, das hätte ich jetzt nämlich gedacht. Ja, dann können wir ja hier gar nichts machen. Okay. Nochmal. Come on. No. Come on. Good boy. So ist gut. Jetzt würde ich aber doch wirklich ganz gerne nochmal speichern. Das letzte Mal ist doch schon ziemlich lange her. Was war denn mit dieser Tür hier? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Die ist abgeschlossen. Okay. Das Gästezimmer ist jetzt auch nicht mehr weit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da wieder normal hochklettern können. Eine Tür. Ja, eine Tür. Nur eine Wand, die wie eine Tür aussieht. Oh, hoffentlich ist das bei den anderen auch so. Weil dann könnte ich jetzt... Ja, fast bei allen, okay. Wo bin ich denn jetzt? Oh, da ist eine Wanduhr anscheinend. Also zumindest wird da eine angezeigt. Wow! Und Insekten. Hier sagt sie jetzt nichts. Tun die mir was? Nö, sieht nicht so aus. Come on. Ah! Da ist doch eine Uhr. Oh, Gott sei Dank. Aber so eine kleine anscheinend. Ja, das Oberste können wir jetzt vielleicht mal überschreiben hier. So. Schlossgalerie, okay. Aber da geht es mir doch gleich viel besser jetzt. Wo ist er denn jetzt? Huey. No. Come on. Ja, wo bleibt er denn? Come on. No. Come on. Jetzt hat er ja eigentlich die ganze Zeit ganz gut gehorcht. No. Come on. Come on.
Oh nein. Jetzt kommt er wieder. Jetzt ist er ja schon wieder da. Da ist Yui. Oh, jetzt geht das wieder los. Ich weiß doch schon bald nicht mehr, wo ich hinflüchten soll. Ich muss mich auf jeden Fall beeilen, weil noch verfolgt... Oh ja, und wir uns verfolgt. Solange ich ein bisschen Abstand habe, geht's. Aber ich will dann schon, dass Yui ihn nochmal angreift, auch wenn mich das dann wieder Dörrfleisch kostet. Das hat ja beim letzten Mal ganz gut geklappt. Wo könnte ich denn jetzt noch hin? Verdammt, jedes Mal mache ich da den gleichen Fehler. Ich schaue jetzt mal, ob ich... Da war doch, glaube ich, noch irgendwo was. Was knallt denn da so? Ich hätte vielleicht die Türen hinter mir zumachen sollen. Ist denn da nichts, wo ich mich verstecken kann? Ja, schön. Yui jault sich da einen Ast ab. Ach, verdammt. Oh, also die Bilitas macht mich echt fertig. Ich komme hier zu nichts. Jedes Mal, wenn ich ein bisschen was erreicht habe, taucht der wieder auf. Ich muss jetzt irgendwas finden, wo ich mich wirklich sicher verstecken kann. Ja, ich glaube, ich weiß auch wo. So. War ich da jetzt eigentlich schon mal? Also ich weiß, dass ich ja schon mal war. Die Frage ist nur, bin ich dann gestorben oder bin ich jetzt hier wirklich sicher? Wobei beim Bett, da hat es ja auch zweimal geklappt, dass ich mich drunter legen könnte. Ich bleibe jetzt hier so lange liegen, bis die Musik wieder anfängt. Und dann hoffe ich, dass Yui irgendwie zu mir zurückfindet, weil den brauche ich. Und dann muss ich dann nochmal... irgendwie zurück und in diese letzte Tür rein. Oh. Okay. Jetzt sind wir wieder sicher. Soll ich das jetzt noch... Ich speichere das jetzt trotzdem nochmal. Die Frage ist jetzt tatsächlich, findet Yui jetzt so zu mir zurück oder... Das weiß ich jetzt nicht. Ich verliere gerade die Orientierung, ich weiß. Also manchmal ist die Steuerung ein bisschen nervig so. Ja. Wie komme ich denn jetzt in die Schlossgalerie nochmal zurück? Also ich werde jetzt in dem Part auch nicht mehr viel machen, weil ich noch ein bisschen auf Yui warten möchte. Und ich werde jetzt gerade mal kurz gucken, wo war denn die Schlossgalerie? Das war dieses lange Teil. Untergeschoss, ja, da sollte ich vielleicht auch nochmal hin. Ach nee, kann das sein, dass das dieser Keller war, wo ich gefangen gehalten wurde? Da drüben war die Schlossgalerie, okay. Also quasi links von mir, das linke von den linken Kreuzen. Da hatte ich gespeichert. Also ganz in der Nähe von dem Gästezimmer. Okay. Also ich würde mal sagen, das soll es jetzt mal gewesen sein. Ich rufe mal unverbindlich nach Yui, aber ich glaube jetzt nicht, dass der so schnell hier auftauchen wird. Oh, ich höre ihn jaulen. Come on. Aber wir haben inzwischen so viele Durchgänge im Schloss freigeschaltet oder geöffnet, dass er eventuell... Moment mal, die Musik ist aus. Ich muss nochmal unter das Sofa. Jetzt ist die Musik wieder an. Ich glaube, dass die Bilitas uns echt noch auf der Spur ist. Da ist Yui.
Okay. Dann verlassen wir jetzt Fiona und Yui und ich bin total angespannt, weil Debilitas mich total krank macht, ehrlich wahr. Und ich bin gespannt, ob wir in der nächsten Pause, in der nächsten Folge unseren Weg zurückfinden und ob wir dann wieder ein bisschen weiterkommen. Immerhin bin ich nicht gestorben und ein bisschen was entdeckt haben wir ja auch. Ihr seht schon, es ist wirklich nicht so einfach, weil man kann dann zwar immer wieder zurück und so, aber irgendwann gehen einem die Verstecke aus. Das ist ja das Problem. So viele gibt es ja auch wieder nicht. Und ja, dann ja, bin ich mal gespannt, wie ich beim nächsten Mal weiterkomme. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das alles schaffen soll, weil ja, wenn jetzt nicht bald was mit Debilitas passiert, dann bin ich echt ein bisschen hilflos. Ja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.